Komm, mach einfach zur Sicherheit noch eine Schaufel hinterher. Und stell dann direkt deine Produktion wieder ein. Das mit dem Wasser lassen wir mal. Ich gucke nämlich dann, dass ich irgendwie die Schweinezucht hier runterkriege quasi. Ob das was wird. Ich stelle dem Ganzen noch mit einer gewissen Skepsis gegenüber. So, ich hoffe, du bringst die Schaufel jetzt dahin, weil dann können wir nämlich die Route wieder verlangen, weil, wie gesagt, sorry, ich check das mit den Wegpunkten nicht. Was er dann wohin bringt, das will aus irgendeinem Grund nicht in meinen Kopf rein. Und ich habe offen gesagt auch verpeilt, mich da irgendwie einzulesen. Jetzt wäre es eh jetzt los, weil ist ja die letzte Mission. Oh shit, ich habe die Befürchtung, dass er da ein Türmchen bauen könnte. Ich möchte ihn aber ungern provozieren. Deswegen bringen die verdammte Schaufel rüber und dann gucken wir mal, dass wir da ein bisschen Holz auf die andere Insel kriegen. So, sehr schön. Ups, falscher Knopf. Da wollte ich ins Ziel. So, und dann die Waffen bringen wir auch schon mal rüber, unendlich. Und Gold und Juwelen bringen wir auch rüber. Dann brauchen wir nämlich hier keine Lager mehr bauen. Man könnte sagen, gut, das ist gefährlich, die so nah an Feindes anzulegen. Aber ganz ehrlich, wenn er das einnimmt, das kann er nur machen, indem er diesen großen Turm holt. Und dann habe ich sowieso verloren. Da ist auch egal, was hier rumliegt. So, wie viel brauchen wir denn hier noch? Da sind 5 Steine, das heißt 6 Steine und 4 Bretter braucht das große Wohnhaus noch, bis es fertig ist. Na gut. Ich guck mal kurz, ob ich schon hier einen Blick erhaschen kann. Ich will nur wissen, was er da baut. Ich gehe von einem Turm aus, aber ja, müssen wir halt schauen, ne? Was er da hinklatscht. Wow, ein Steinchen, das hat sowas von gebracht. Ach, ein großes Wohnhaus. Okay, das heißt, er hat dann sehr viele Einwohner, aber es ist immer noch besser, als wenn er da jetzt schon einen Turm hingeklatscht hätte. Wobei, was macht er da unten? Sägewerk, okay. Noch kommt da also nichts. Oder wir sehen es halt zumindest noch nicht. So, da kommen ganz viele Bretter. Das finde ich traumhaft. Sehr schön. Dann bringt mal ran, Bretter und Steine. Dann dürfte das hier auch ratzfatz fertig sein.
So, die ganzen Waffen werden auch schon rübergekarrt. Sehr schön. So, dafür noch zwei Bretter, hier noch eins. Ja, ich glaube, wir kriegen die Sachen alle fertig. Kaserne braucht noch drei Bretter, das reicht jetzt nicht, aber da wird ja nochmal eine Fuhre Bretter kommen, hoffe ich mal. Gehe ich jetzt mal von aus. Ja, guck, da liegt schon eine Fuhre Bretter, perfekt. Sehr schön, jetzt ist hier alles fertig und die verteilen sich auf drei Baustellen, die Helden. Gut, dann dauert es halt noch eine Minute, mein Gott. Wir haben ja Zeit. Na, ich glaube, mir gehen hier unten langsam so die Lakaien aus. Komm, gönnen wir uns nochmal ein mittleres Wohnhaus. Damit auch hier die Waffenproduktion weitergeht. So, du stehst ein bisschen im Weg, Fräulein. Ach, guck an, hier haben wir noch ein paar Landeinnahme-Larrys. Trefft euch doch mal da mit der netten Fähre hier. Dann bringen wir euch dann nämlich auch noch rüber. Weil, was wir haben, haben wir, ne? So, noch einmal drauf mit euch. Hallo. Ach, geht doch. Schwere Geburt. Bei wie viel Prozent Kampfkraft bin ich eigentlich? Habe ich gerade gar nicht im Blick. 80, ja, das ist doch mal nett. No? So, wer will, schnappt sich einen Mottek und hämmert ein bisschen mit. Seit 30 Minuten schon wieder nicht gespeichert. Ja, mein Gott. Sehr schön, jetzt kriegt jede Baustelle sogar einen zweiten. Nein, nicht jeder. Aber die beiden zumindest. Oder beide helfen hier mit. Ich weiß es nicht. Ne, die helfen beide hier hinten mit. Jo, kann man auch machen. Ist so doof, dass man... Ach stimmt, wir haben ja hier unsere Schweinezucht schon. Wir wollten ja noch gucken, ob wir hier irgendwo eine Schlachterei einigermaßen unterkriegen. So, zack. Voll machen bitte. Hoi, 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 hoi. Oh, da war ich ja gerade rechtzeitig. Hat der Limme sich da ein Türmchen hingestellt? Ich glaube es, jawohl. So, und das Wohnhaus steht. Perfekt. Dann reißen wir dich hier hinten auch mal ab. Oh, mich ärgert das echt mit der Schlachterei gerade ein wenig, dass wir keinen gescheiten Platz haben, die irgendwo unterzubringen. Warte mal, ich habe eine Idee. Obwohl, ich schaue nochmal, ob hier hinten eine Ecke. Nee, leider nicht.
Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich meine, noch ist ja nicht viel passiert, aber ich würde sagen, wir sind jetzt hier oben einigermaßen safe. Aber ich habe Angst, dass der uns richtig, richtig übel zusetzt, wenn wir ihn einmal angreifen. Oder ich muss ja tatsächlich irgendwie eine zweite Armee anschaffen und dann hier unten Septimus angreifen und dass er dann auf Septimus losrennt. Weiß ich gerade noch nicht, aber ist jetzt noch zu früh, sowas zu planen. Also planen oder zumindest sich Gedanken darüber machen sollte man natürlich schon, aber ne? Wisst ihr was, ich brauche dich doch hier oben zum Beispiel gar nicht mehr. Dann kriegen wir doch vielleicht... Ja, perfekt. Guck mal einer an. Brauchen wir aber noch ein zweites Wasserwerk. Dich kriegen wir leider nicht mehr hier oben unter. Schade. Na gut, dann muss es halt da hinten sein. Dann sind es halt etwas weitere Wege. So, einmal... Bitte den Schinken rüberbringen. Damit auch endlich wieder ein bisschen Eisen produziert wird, weil die Waffenproduktion ist gerade ganz schön in Stocken geraten, weil wir kein Eisen mehr kriegen. So, und Getreide... Auch schon mal so weit rüber. Ich würde fast sagen, Getreide machen wir unendlich. Dann pfeifen wir hier oben auf die Schweinefarm. Also wir gucken, dass wir das hier noch... Ja, sollen wir das verwursten? Ich weiß nicht. Das Lustige ist, da passt ja sogar im wahrsten Sinne des Wortes der Begriff verwursten. Hihihi. So ein Quatsch. So, ich habe das Lager da hinten gebaut und so stehen gelassen, in der Hoffnung, dass hier die Werkzeuge wegkommen und wir den Bauplatz für die Schweinefarm haben. Die wir jetzt aber nicht mehr brauchen. Ach, Schlachterei mal nicht, entschuldigt. Aber den Platz brauchen wir jetzt Gott sei Dank nicht mehr. So, wir bräuchten aber hier... unter Umständen nochmal ein großes Wohnhaus... Will ich hier eine Pyramide bauen? Ich weiß nicht so recht. Bin mir da gerade echt unschlüssig. Ja, von da oben will wohl keiner. Macht zumindest keiner. Stimmt, ich wollte ja hier noch erkunden, wo die eine Insel von Zutang ist. Die hier? Na, ist die das oder ist das jetzt Festland? Ich weiß nicht. Wir tingeln mal drumherum und dann sehen wir es ja schon, ne? Okay, die Farbe ist blau. Ja, ich glaube, das ist die separate Insel tatsächlich. Mir deucht, es ist so. Tja, was nun? Du stehst hier schön rum. Das ist natürlich ganz großes Tennis. Dann fahr doch mal, sei doch mal so gut und hol doch mal bitte von hier oben die ganzen Waren, die da so rumliegen. Was hältst du denn davon? Ich bin froh, dass wir den Steinbruch hier zumindest haben. So haben wir zumindest, wenn auch keine Brettproduktion, aber zumindest ein paar Steine hier. Damit wir die Baustelle einigermaßen versorgt kriegen. Wir haben hier zwar noch ein paar, ne? Aber ist ganz praktisch, wenn nicht alles rübergeschifft werden muss. So, wurde der Schinken schon verteilt oder ist er noch unterwegs?
Ah, der ist hier noch unterwegs. Okay, gut. Ja, komm, pfeif drauf, wir reißen das ab. Haben wir jetzt hier die Produktion beim Festland. Können wir jetzt hier eigentlich noch eine Getreidefarm hinstellen. Wir haben ja hier sowieso noch eine Sense, praktischerweise. Was ist das denn? Oi, nette kleine Truppe. Also die Insel eine wird wahrscheinlich ein bisschen haarig. Ach, da ist eine Landzunge. Schön. Hat da sogar eine Weganbindung, der Sack. So, wie schaut's hier aus? Ja, ein bisschen ist noch Bedarf. 4, 3, 2 Steinchen fehlen da noch. Echt jetzt? So, du findest keine Bäume mehr. Da würde ich aber auch sagen, du hast hier hinten ausgedient. Und du eigentlich auch. Rest macht das Sägewerk da oben. So, ihr Lieben, aber ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal einen kleinen Break. Ich zumindest mit der Aufnahme. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, ihr Lieben. Tschüssikowski.